Onkel Dagobert, wir haben dieses Stück Papier im Keller gefunden. Es sieht wie ein Stück von einer Schatzkarte aus. Schau, darauf steht der geheime Schatz der Ducks. Urgroßonkel Fergus muss die Karte zerrissen haben. Und hat die Teile dann in der ganzen Welt versteckt. Bei allen Talern, ihr habt recht. Auf geht's zur Schatzsuche. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play DuckTales 2. Ein neues Projekt aus dem Hause Alex Flattermann 85. Wieder auf dem NES zurück. Nachdem Teil 1 so schnell und locker von der Hand ging, spielen wir jetzt Teil 2. Ist das nicht schön? Ah, ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich muss zu diesem Spiel sagen, dass ich erst vor einigen Monaten überhaupt erfahren habe, dass es einen zweiten Teil für den NES gibt. Ich bin immer davon ausgegangen, es gibt nur einen, den habe ich gesuchtet ohne Ende als Kind, und den zweiten, den kannte ich überhaupt nicht. Und ich habe mittlerweile Let's Play mal dazu gesehen, also ich weiß so ungefähr, was uns erwartet. Aber so richtig kennen tue ich das Spiel eigentlich nicht. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt ein neues Spiel und freuen uns auf Onkel Dagobert. So, das Intro haben wir gesehen. Ich glaube, wir spielen wieder mal auf leicht, weil ich weiß ja schon vom ersten Teil her, dass das auf normal durchaus schwer sein kann. Wohin, Herr Duck? Quackt der Bruchpilot. Ja, wir haben also diesmal eine große Landkarte hier vor uns, wo wir mehrere Bereiche auswählen können. Zum Beispiel hier Niagara, wir haben die Bermudas, wir haben Ägypten. Was haben wir noch? Wir haben die Osterinsel und Schottland. Das sind die großen 5 Anlaufstellen, die wir auswählen können. Also praktisch auch wie im Hauptspiel, glaube ich. Da gab es auch 5 Level, ne? Ich glaube. Wobei es hier, glaube ich, dann noch wieder ein Zusatzlevel gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas war hier. Wir müssen nämlich, glaube ich... Ja, richtig. Das war ja dieser... dieser Aufhänger gerade eben. Diese Schatzkartenteile, die wir da hatten. Da können wir, glaube ich, 7 Stück von finden in diesem Spiel, bin ich der Meinung. Und wenn wir die gefunden haben, können wir halt den Familienschatz der Ducks finden. Das ist so eine kleine Zusatzaufgabe. Und das wollen wir natürlich erreichen. Und ich hoffe mal, dass ich das ungefähr weiß, wo die alle sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich denke, wir fangen mit den Niagara-Fällen an und gucken uns mal dieses erste schöne Level an. Das sind die Niagara-Fälle. Um sie zu überqueren, müssen sie auf die Stämme springen. Nach der Legende befindet sich die sagenhafte Kristallblume, die alle 1000 Jahre blüht, auf der anderen Seite der Wasserfälle. Vorsicht, Mac Moneysack ist auch hinter der Kristallblume her. Möchten Sie dorthin, Herr Duck? Ich würde sagen, dort wollen wir hin. Wir betreten das Level. Und da sind wir. Ah, ist das schön. Juhu. Es gibt, glaube ich, auch einige Neuerungen in diesem Spiel. Die werde ich euch dann im Laufe des Spiels zeigen. Wir können auf jeden Fall immer noch Steinchen durch die Gegend bashen. Wir können auf unserem Gehstock rumpogen. Es gibt immer noch Gegner, die wir plätten können. Das ist zum Beispiel eine Neuerung. Es gibt so eine Haken hier, mit dem wir uns festhalten können. Es gibt immer noch, Bams, Schätze einzusammeln. Moment, wir gucken, ob hier noch was drunter ist. Und, gibt's hier was? Also Schätze en masse gibt's hier wieder einzusammeln. Das zeichnet sich auch den ersten Teil so ein bisschen aus. Und die coole Musik zeichnet den ersten Teil aus. Der ist hier ein bisschen anders, der Musikstil, aber ist trotzdem noch gut. Also er gefällt mir auf jeden Fall. Das können wir kaputt machen. Den hier können wir, glaube ich, ziehen. Wie war denn das? Ah ja, genau. Wir können mit unserem Stock da reingreifen und dann das Teil zur Seite ziehen. So könnte man auch an diese Kiste rankommen. Bams. Und dann gibt es ein Eis. Diese Teile hier, die kriegen wir nicht kaputt. Da ist unser Stock zu, ja, wie soll ich sagen, zu einfach für. Wir können, war das mit Select oder mit Start? Mal gucken. Mit Start. Da können wir 3 Power-Objekte einsammeln. Und das sind praktisch Upgrades für unseren Stock. Und deswegen versuche ich jetzt gerade die Level zu finden, wo wir unsere Upgrades finden. Damit wir nämlich in den späteren Leveln nicht das Problem haben, dass wir hier überall so eine Felder auslassen müssen. Denn ich möchte natürlich auch gerne alle Schätze kriegen. Alle werde ich sowieso nicht finden, weil es ist ziemlich kompliziert. Ach, guck mal an. Hätte ich schon fast gedacht. Okay.
Also wieder ein bisschen Edelstein-Power. Geht's noch weiter? Nicht? Jetzt fast gedacht, dass es noch weitergeht. Oder kann ich von hier aus noch einmal höher springen? Oder habe ich es mir jetzt verbaut, dadurch, dass ich die... Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich mir das jetzt verbaut habe. So. Vorsicht, Stufe, Onkel Dagobert. Daniel Düsentrieb hat ein paar tolle Gummiflöße gebastelt. Um sie zu fahren, musst du die Wände mit einem Golfschlag treffen. Ah ja. Wir können also auch Floß... Ah, eigentlich, das Teil ist wieder da. Ich möchte mir versuchen, ob es da doch noch hoch... Aha, ich hab's gewusst. Oh, ein Leben. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt. Also, es ist teilweise ganz nützlich, dass diese Plattformen wieder spawnen. Das haben wir... Ja, ist klar. Ja, 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 ja. Ich weiß, Daniel Düsentrieb ist hier. Den suche ich nämlich auch. Bei dem kriegen wir nämlich auch unsere Upgrades. Drei an der Stück, wollte ich gerade sagen. Drei an der Zahl. So, wo wollen wir jetzt als erstes lang, ist die große Frage. Ah, warte mal. Ich glaube, oder können wir das auch... Ne, können wir nicht. Dann müssen wir den ziehen. Komm her. Zack. Ah, das sind so diese typischen Nintendo-Geräusche. Das, was? Das Ganze für ein so ein Gedöns? Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Na gut. Okay, da oben können wir uns wieder festhalten. Und hier sind so kleine Spring-mich-Viecher. Weiß ich auch nicht. Ach, das habe ich wieder sehr gut gekriegt. Genau, das wollte ich erreichen, damit wir hier ran können. Und dann können wir nämlich diese Kiste einsacken. Jawohl. Bams. Ist das Niki? Übrigens, sie heißt Niki. Danke übrigens an... War das Robert Krüger? Ich glaube, Robert Krüger war es. Sie heißt natürlich Niki. Mir fiel der Name im ersten Teil einfach nicht ein. Onkel Dagobert, hier Düsen... Herr Düsentrieb ist in einen Erdrutsch geraten. Du musst ihm helfen. Okay, wahrscheinlich da unten, vermute ich jetzt mal. Da wollen wir natürlich hin. Aber vielleicht sollte ich erstmal weitergehen und gucken, was da noch passiert. Oder ich weiß auch nicht. Oder geht's hier runter? Ich weiß nämlich immer nicht, wo es denn eigentlich lang geht. Und ich möchte ungern irgendwas verpassen. Genau. Das sind die Flöße. Und dann können wir uns hier abstoßen und ducken natürlich. Und dann so kommen wir hier an. Ach, guck mal, das ist der Erdrutsch. Zwei Kisten. Interessant. Herr Düsentrieb! Danke, Herr Duck. Nehmen Sie diesen Eisenadapter. Damit können Gegenstände zerbrochen werden, die mit einem normalen Pogo-Sprung nicht zu schaffen sind. Ah ja. Jetzt haben wir unser erstes Upgrade, da sehen wir es. Und damit können wir jetzt praktisch einige Blöcke killen. Moment. Moment, Herr Düsentrieb. Muss man eben gucken. Hier geht's nicht weiter, okay. Ich sage mal Herr Düsentrieb, natürlich könnte ich Daniel sagen. Aber, ach, ich hätte mich ducken müssen, verdammte Scheiße. Ach, nö! Das fängt ja super an. Ich meine mich zu erinnern, dass in der Serie DuckTales Dagobert ihn auch Herr Düsentrieb genannt hat, oder? Aber wir haben unser Upgrade noch. Wir müssen ihn nicht nochmal befreien. Das ist ja schon mal was. Gut, so viel war es jetzt ja auch nicht, aber es ist schon ein bisschen ärgerlich, weil letztes Mal... Ah, jetzt können wir es auch gleich hier kaputt machen. Sehr gut. War natürlich Absicht von mir, mich sterben zu lassen. Ja, ja. Nein. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Was wollte ich überhaupt sagen? Ich hab's vergessen. Ist das denn zu glauben? Ich hab's vergessen. Naja gut, ist nicht so wild. Ich hatte eben mitten im Satz irgendwas sagen wollen und dann war es wieder weg. Ja, nein, ist klar. Zap, zap, zap. Ja, danke schön. So, weiter geht's in wilder Fahrt, wozu die langen Pausen. So, da haben wir alles abgegrast. Wir müssen hier rechts weiter und den haben wir wieder erledigt. Und den auch. Sehr schön. Und da gibt es sogar einen Edelstein für. Das Geld ist in diesem Teil sogar wichtig, denn diesmal haben wir die Möglichkeit, das Geld sogar auszugeben. Für interessante Sachen. Das zeige ich euch dann nach diesem Level. So, wir könnten jetzt... Können wir auch rechts weiter eigentlich hier? Ja, können wir. Da will ich ja zumindest einmal im Lang gucken. Da ist nämlich schon wieder eine Schatztruhe. Und... Okay, jetzt muss ich... Wie mache ich das am besten? Wie komme ich da oben hin? So. Ja, das habe ich ganz toll gemacht. Und jetzt ist das Floß auch weg, oder was? Ha, ha, ha. Muss ich mich jetzt umbringen? Nee, ne? Oh, nö, das will ich eigentlich nicht. Nein! Ich wusste doch nicht, wie... Oh Gott, ich fail hier am laufenden Band. Ein Leben haben wir noch. Ich bin mal gespannt, ob das hier ein First Try wird, dieses Let's Play, oder ob es wirklich ein bisschen länger dauern wird, weil, wie gesagt, ich habe das noch nicht
Beziehungsweise noch nicht so oft. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Na, super. Dann gehen wir doch lieber oben lang. Jawohl. Unser ganzes Geld ist weg. Das ärgert mich gerade am meisten. Weil wir brauchen natürlich ein bisschen Kohle. Ah, gut, ein bisschen geht das Level ja noch. So, also versuchen wir das Ganze noch einmal. Oh, bam, bam, bam. Sollt ihr vielleicht erstmal hier oben lang gehen? Versuchen wir es mal, ne? Okay, das hat geklappt. Okay. Da gibt's was. Ach, da wollte ich doch den haben. Er kommt hoffentlich gleich wieder, wenn ich einmal den Raum verlasse. Ach so, kommen wir übers Wasser rüber. Sehr gut. Da gibt's ein Eis, das ist schön. Bam. Okay. Aber das ist praktisch nur die andere Seite von dem Floß. Das ist gut, dann brauchen wir da nicht nochmal lang. Das stimmt mich gerade sehr fröhlich. Jawohl, geht doch alles. Oh, nice, sehr schön. So, war hier links was in der Wand? Ich überlege gerade. Sieht nicht danach aus, gut. Hätte ja sein können, ne? Es gibt immer gerne versteckte Wände oder so Illusionswände bei DuckTales. Okay, wie war das jetzt nochmal? Wir müssen den wegziehen und den ersten kaputt machen und dann den boxen. Jawohl, und dann gibt's noch ein bisschen Geld. So, ist hier noch was? Nö. Okay. Ach, Quack. Den können wir natürlich wieder ansprechen. Das mache ich nochmal einmal kurz zur Demonstration. Möchten Sie nach Hause, Herr Duck? Nein. Und dann kann ich auf B drücken für Nein und dann geht's weiter. Also die Möglichkeit gab es ja im ersten Teil auch schon, dass er uns praktisch nach Hause bringt, falls wir hier irgendwie uns festgebackt haben oder nicht weiterkommen aus irgendeinem Grund. Da warte ich lieber das nächste Floß ab. Ich möchte ungern jetzt nochmal wieder abstürzen. That was she said. Oh nein! Ich glaub's nicht. Och Leute. Na schön. Mein ganzes Geld ist weg. Oh, es kann gut sein, dass ich das irgendwann nochmal nachholen werde, weil ohne Geld kommen wir ja echt nicht klar. Das war nicht gut. Ein Eis, schön. Nichtsdestotrotz ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Bloß ich habe hier in diesem Spiel gar keine Erfahrung. Das merkt man vielleicht auch. Auch wenn es von der Steuerung her und so eigentlich nicht viel anders ist als die anderen Teile. Aber ja, ich kenne die Level nicht so wirklich. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen halt, was ich schon mal gesehen habe im Let's Play. Aber so richtig kennen tue ich es hier alles nicht. Oh, okay. Na, oh Gott, das war knapp. So, das ist ein bisschen Geld, was wir vielleicht einsacken können. Darf ich hier lang? Okay. Ah, ich habe gedacht, dass da noch was versteckt ist. Können wir da oben rüber? Warte mal. Nein, dürfen wir anscheinend nicht. Gut. Immerhin. So, ein Frosch. Und da gibt es noch was zu essen. Leben wir jetzt nochmal geil. Ich hab mich total blöde angestellt. Aber ich glaube, wir können uns sogar Leben kaufen, wenn wir wollen. Das blaue, das ist das. Der blaue ist Tick, ne? Oder Trick? Tick oder Trick? Ich weiß es nicht. Der Erdrutsch hat eine Mine freigelegt. Um an ihr vorbeizukommen, musst du nur 5-mal auf der Mine Pogo springen. Ja, das ist so ein kleiner Hinweis auf den Endgegner. Ich bin der Meinung, wir können da rüber. Schade. Ja, der Endgegner in diesem Level ist praktisch so eine Art Roboter, der aber eine Mine darstellen soll. Also ist ein bisschen komisch. Okay. Wir könnten aber auch oben lang. Was bringt uns das denn? Aha. Dann lassen wir das da unten noch sein. Ach nee, wir müssen da unten lang. Scheiße. Okay, solange ich nicht springen muss, geht das ja alles noch. Weil diese Sachen, die mag ich absolut irgendwie nicht, mit ihm rumgespringen. Ja, wie das hier zum Beispiel. Dann machen wir das doch direkt so. Das ist mir sicherer. Und dann können wir meinetwegen jetzt hier lang. Und ducken. Okay, ducken haben wir. Da müssen wir rüber. Okay. Okay, gut, das haben wir geschafft. Ich bin stolz auf mich. Oh, ein Eis. Das nehme ich immer gerne mit. Und der Endboss, der erste. Genau, das ist so ein... Bams. So ein Feuerteufel. Und wie wir das schon kennen von den
bisherigen Endbossen in Teil 1 müssen wir ihm einfach auf den Kopf springen. Und ich glaube, auch hier ist wieder 5 die magische Zahl. Oh, da hätte ich ihn eigentlich kriegen müssen.